Hallo, liebe Freunde des Kochens. Jetzt haben sich kurz bei mir meine Verwandten angemeldet. Dachte ich, bereite ich mal schnell was vor zum Grillen. Ja, dazu benötige ich einfach Hühnerbrust für die Gewürzmischung. Das ist Paprika, Koriander, etwas Thymian, Salz, Senf und Mayonnaise. Das wäre die ganze Gewürzmischung. Und natürlich braucht man etwas von der Zitronensäure. Wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben bei mir unten in der Infobox. So, jetzt kommen wir zur Zubereitung. Ich habe hier etwas größere Hühnerbrüste. Größere Brüste. Die schneide ich einmal in die Hälfte durch. Warum? Einfach, damit sie schneller mariniert werden und auch gleichzeitig schneller gegart und gegrillt. Und so spart man sich sehr viel Zeit. So. Genau so. Hier machen wir auch das gleiche. Einfach kurz in die Hälfte. Nur an den dickeren Stellen. So. So werden sie auch schneller mariniert und durchgegrillt. Wenn ihr die Zeit dazu habt, lasst sie etwas dicker, braucht ihr etwas länger etwas. Ansonsten, um Zeit zu sparen, schneiden wir sie dünn auf. Ja, aber so finde ich das leckerer, weil dann ist die Hühnerbrust von der Marinade ummantelt von allen Seiten. Sehen Sie? So sagt meine Frau. So, jetzt machen wir erstmal mal die Handschuhe runter, holen wir uns neue. Zuerst kommen wir zu der Mischung. Alles erstmal mal in die Schüssel rein. So. Und das Ganze vermengen wir, damit es gleichmäßig oder die Gewürze sich schon gut durchgemischt haben. Auch Zitronensäure nicht vergessen. Es macht das Fleisch noch weicher und zarter. Und gibt einen gewissen Kick dazu. Gucken wir, dass auch das ganze Gewürz sich vermischt. So. Und als nächstes einfach die Hühnerbrust kurz rein, zur Seite. Und das gleiche mit allen. Ach, machen wir alles rein. Und mischen einfach komplett durch. Damit auch, wie meine Frau gesagt hat, alles ummantelt ist. Genau. In der Marinade. Und das Ganze lassen wir jetzt kurz stehen, bis unsere Kohle an sind. So ein Durchschnitt halbe Stunde reicht vollkommen aus. Bitte nicht vergessen, kühl stellen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wegen Mayonnaise und Hühnerbrust aus hygienischen Gründen. Korrekt? Korrekt. So, hast du gehört? Ja. Korrekt. Das stimmt. Dann habe ich alles richtig gemacht. So, jetzt nehmen wir die Handschuhe raus. So, meine Kohle brennt jetzt. Jetzt kommen wir zum Grill. Einfach auslegen. Mal links aus. So. Ja. Und dazu kann man einen schönen Aphroditenteller machen, einen Salat oder Tomatenmozzarella als schöne Grillbeilage. Wäre auch gut. Das tue ich euch in meiner Infobox verlinken. Ich wollte dich noch was fragen. Ah, du wolltest mir was fragen, okay. Ja, genau. Ja, wie lange wird das so bleiben? Oder muss man das immer wieder wenden? Ich bin doch keine erfahrene Grillexpertin. Und wenn ich grille, dann weißt du, wie das ist, gell? Ja, das weiß ich. Du hast einen vollen Mangal mit Kohle und kein einziges Feuerchen brennt. Genau. Also, wie viel war das jetzt, deine Hühnerbrust drauf auf diesem Gitter? Sie war jetzt gerade mal 3 Minuten drauf. Aha. Wie ihr seht, das hat sich noch keine Kruste gebildet. Man kann sie bloß 2-mal wenden, man kann sie auch häufiger wenden. Ah, am besten häufiger, dann brennt es nicht an. Ich hätte gesagt, eher weniger, weil sonst bildet sich eine Kruste und innen drin gart es. Und wenn du häufiger wendest, wird es trocken. Aha. Und deswegen ist bei Hühnchen wäre optimal, wenn sie von einer Seite schöne Kruste bekommt und dann von der anderen Seite genauso die Kruste bekommt. Und solange gart es innen drin das ganze Fleisch und verliert keine Feuchtigkeit. Hast du da Feuer? Nein, ich habe kein Feuer, ich habe nur Briketts da unten drunter. Aber da brennt etwas. Ja, das ist die Mayonnaise, was runtertropft. Was denn? Jetzt hast du auch allen erklärt, ich kann nachher Video anschauen und dann ohne dich vielleicht mal grillen, weißt du? Ja, aber da brauche ich erstmal mal ein Video, wie man richtig einen Grill anzündet für dich. Oh ja, das stimmt, dann musst du das auch noch mal aufnehmen. Also Leute, wenn ihr auch drauf wollt oder nicht kennt, wie man richtig einen Grill anmacht, schreibt mir in die Kommentare, dann mache ich extra ein Video für euch. Würde ich erwischt, muss ich nochmal wenden, oder? Ja. Aha. Muss ich ja wohl. Nachdem ich jetzt so früh gewendet habe, muss ich sie jetzt wenden. Sehr wichtig,
10, 1, 2, 3. Und dann soll man die Hand weg. So ist das die optimale Temperatur dazu. Eigentlich, wenn man drauf hält, frische Hand, bis 15, wenn man drauf halten kann. 5 bis 7 ist optimal. Aber die Hand nicht auf den Gitter direkt drauflegen, oder? Nein, das würde ich nicht empfehlen, sonst habt ihr schöne Abdrücke. Und vor allem nicht mit den Handschuhen drauf, weil das tut nochmal höllisch weh. Ja, das stimmt. Nun habe ich jetzt die Steaks von beiden Seiten so 7 Minuten gebraten. Wie ihr seht, sind noch richtig, richtig saftig. So. Wie sie es duften. Tut. Nicht tut. Sie duften einfach lecker. So. Dann machen wir gleich die zweite Schicht drauf. Auf die Schnelle. So. Und dann können die Gäste schon die ersten Hühnersteaks oder Hühnerbruststeaks essen. So. Und das lassen wir jetzt auch jedes pro Seite 7 Minuten anbraten. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Falls ihr kein Abonnenten seid, vergisst nicht zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch genauso zu liken. Falls ihr welche Anregungen habt oder Vorschläge, schreibt mir sie einfach in die Infobox, in die Kommentare. Ich werde schnell möglichst für euch sie beantworten oder darauf reagieren. Ansonsten sage ich viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.